Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei Avanti on Tour. Wir sind Sonja und Dirk. Ja, gut, dass du dich an meinen Namen erinnern kannst. Und wir stehen heute bei Transserv Reisemobile in Weilerswist und zeigen euch heute mal zwei Barcamp in einem Video. Wir haben sowohl den 610er als auch den 27er schon jeweils in eigenen Videos vorgestellt aus dem Modelljahr 22. Wir haben aber hinter uns einen 610er und hier auch einen 27er mit, ja, ich sag mal, ganz anderen Innenraumkomponenten. Und was bei Barcamp möglich ist, wollen wir euch in dem Video zeigen. Näher bringen. Oder so. Ne? Also, viel Spaß. Tschüss. Ja, wie gesagt, das soll jetzt keine klassische Roomtour in dem Sinne werden. Das ist ein 610er, den haben wir euch schon mehrfach vorgestellt. 610er bedeutet eigentlich hinten Querbett und vorne Hubbett. Was bei Barcamp allerdings möglich ist, in, ja, ich sag mal, im gewissen Rahmen. Also das ist jetzt nicht, wie ich mal irgendwann geschrieben habe, ein Individualausbauer. Die haben schon ihre Komponenten. Aber wenn man mit denen redet, ist einiges machbar. Ja, Dieselheizung, klar, kein Thema. Aber wir gehen mal hier ans Heck. Und ihr seht, das ist schon mal kein Querbett, was man hier hinten hat. Sondern wir haben hier den Sanitärraum auf der Fahrerseite mit einer Trockentrenntoilette. Ja, im Moment hier heiß begehrt. Fragt mich jetzt bitte nicht, ob es eine Airhead oder eine Nature's Head ist. Das wisst ihr besser als ich. Ich habe mich mit dem Thema noch nicht viel beschäftigt. Aber wir haben das Ganze mit Abluft nach außen. Ja, der ganze Sanitärraum ist ziemlich, ja, sagen wir mal, abwaschbar. Ja, und wie gesagt, mit dieser Trockentrenntoilette, da ist man einige Wochen zumindest, was das große Geschäft betrifft, auf der sicheren Seite. Ja, der Stauraum unterm Bett fehlt hier natürlich. Aber wer damit klarkommt, ne, wir haben ein kleines Regal im Heck. Haben wir nochmal Staufläche? Ja, da kommt von innen jemand. Hallo? Park? Also von beiden Seiten. Ja. Zugriff möglich. Zugriff. Ne, hier auch nochmal eine riesige Regalfläche. Ja, was man hier bei dem Kunden gemacht hat, der war recht groß gewachsen und der wollte eine Küchenarbeitsfläche haben, die ja deutlich erhöht ist. Und wenn er mal guckt, wie die Kleine dahinter steht, das ist um einiges höher. Ich würde mal sagen so 10, ja, bis 15 Zentimeter. 10, 15 Zentimeter, ja, höher, als das bei gängigen Küchen der Fall ist. Aber für den Kunden war das halt eben so gewünscht. Und auch das Bett oben hat eine Liegelänge von 2,15 Meter. Auch das hat man bei Barcamp realisieren können. So, gehen wir mal rein. Auch hier haben wir eine L-Sitzgruppe. Die ist normalerweise auch nicht gängig. Die kann man auch nochmal umbauen zu einem dritten Bett. Na, ihr seht, da hinten sind auch noch Polster. So, und jetzt lasst mich mal gleich bitte ins Heck. Ja, gerne. Dann, na, ihr seht auch hier die Küche. Das ist wirklich der Bereich hier oben, den Barcamp da nochmal draufgesetzt hat, damit es der Kunde bequemer hat. Na, auch hier vorne kann man das Fahrzeug sehr individuell gestalten lassen. Das hat der Kunde hier gemacht mit hellem Leder und auch mit diesen Carboneinlagen vorne. Der Unterbau ist auch in diesem Beige lackiert. Auch das gibt es gegen Aufpreis bei Barcamp zu haben. Gut, die roten Gurte. Huh, naja. Ja, und jetzt schaut euch mal hier den Heck an, den Heckbereich an. Auch den hat man auf Wunsch so konfiguriert mit einem großen, wirklich extrem großen Kleiderschrank. Wir haben oben den Dachlüfter. Ja, und jetzt gehen wir mal ins Bad. Auch hier sitzt wieder eine Dichtung drauf, damit die Tür nicht rappelt. Und jetzt gehen wir mal da rein. Ja, das ist ein funktionales Bad. Ziemlich abwaschbar. Kann man
Dampfstrahler sauber machen, wenn man dann wollte. Aber da hat man dann eine Trockentrenntoilette noch reingesetzt. Ja, ansonsten, da oben ist ein bisschen Staufläche, da ist noch ein Oberschrank. Boah, der ist auch sehr tief. Ja, finde ich super gemacht, dass man sowas dann auch auf Kundenwunsch hinbekommt. Silikonfugen, wie immer hier bei Balkamp, sind top. Da gibt es nichts. So, machen wir mal das Bett runter. Ja, wie gesagt, hier 2,15 Meter Liegelänge. Das Ganze mit einem massiven Lattenrost. Hier kommt noch mal eine kleine Schaumstoffauflage und dann hier die drüber. Wie gesagt, das ist ein Fahrzeug, das gebraucht. Gibt es im Moment hier auch bei Balkamp in Weilerswist zu kaufen. Klimaanlage ist dabei. Und so fährt es dann wieder nach oben. Jetzt nehme ich euch mal noch mit in den Untergrund. Auch das sind Aufnahmen, die sieht man normal selten bei Roomtouren. Ja, auch das bekommt ihr bei Balkamp gegen Aufpreis. Direkt ab Werk einen Gastank. Ja, und wie gesagt, oben haben wir dann auch die Füllstandsanzeige, weil hier unten die Füllstandsanzeige macht ja wenig Sinn. Man krabbelt ja nicht jedes Mal unter das Auto. Ja, aber auch das gibt's. Ja, das trägt schon ein bisschen auf, aber auch das ist machbar. Ja, wenn ein bisschen aufpasst. Ja, und so sieht dann der Allrad MAN von unten aus. Wobei MAN ja nur auch gelogen ist, wie man sieht. VW Made in United Kingdom. Ist natürlich, wie man hier sieht, ein VW Crafter. Steht halt MAN drauf. Ja, so sieht er hier vorne aus. Nach knapp 6.000, 7.000 Kilometern. Ist noch gut in Schuss. Ja, bei den meisten Balkamp ist ja Standard dieses Hubbett hier vorne in Verbindung mit diesem GFK-Dach. Jetzt gibt es aber auch Leute, die wollen zwar das GFK-Dach, weil sie recht groß sind, aber sie wollen vorne kein Hubbett. Und da haben wir hier eine Lösung. Das ist jetzt der 27er Balkamp mit dem GFK-Dach, aber ohne Hubbett. Und ich glaube, du musst mal das Messgerät holen. Die Stehhöhe muss ich mal ausmessen. Das ist irre. Gut, lasst euch jetzt über die LEDs hier nicht aus. Das gibt es in allen Farben. Kann man einstellen. Das Grün, naja. Aber so sieht das jetzt aus, wenn man das Hubbett eben nicht haben möchte. Dann hat man hier zwei große Fächer. Und wirklich für Großgewachsene ist das hier das Paradies. Ja, also wir haben jetzt hier sagenhafte 2,19 Meter Stehhöhe. Ja, die haben wir auch im Bad. Wie gesagt, das ist ein... Ich weiß gar nicht, der hier ist der auch gebraucht. Bin jetzt echt überfragt. Und auch hier hinten, Bettenmaße, gucken wir auch mal. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ist auch ein Gebrauchtfahrzeug. 2,02 Meter Bettenlänge, hier kann man auch mal schön sehen, die Schränke. Und, das gucken wir uns jetzt noch an, hier passt auch ein Surfbrett rein. Ja, auch hier, wie gesagt, bei einem Kundenfahrzeug, da ist richtig Platz für ein Surfbrett, das geht locker 2 Meter hinten rein. Eigentlich fast bis zum Ende der Küchenzeile. Na, messen? Na, wir messen mal. Na? So. 3,02 Meter. Na, also Wahnsinn. Ja, und wer außen Lust auf Delta-Felgen hat, auch das gibt's bei Balkamp. Und wie gesagt,
Kundenfahrzeug, ist gebraucht, sind schmutzig, aber sehen trotzdem geil aus. Irgendwie bist du jetzt hier in dem Video zu kurz gekommen, ne? Ich bin ja auch kurz. Okay, das war auch keine Roomtour, das sollte einfach mal so ein paar... Ja, so ein kleiner Abriss sein, was kann man noch machen, selbst wenn man mit Komponenten verbaut und nicht von der Stange kauft, ne? Also wie gesagt, das ist kein klassischer Individualausbau, wo man alles mit dem Hersteller bespricht. Aber hier in Polen ist doch einiges noch machbar. Ja, im 20 Rahmen, Zentimeter mehr Bett oder so. Also Länge, Breite, ja, wird schwierig. Aber. Im Rahmen der Möglichkeiten. Deshalb danke an Wahlkamp und auch an Transurf Reisemobile. Und jo, ich glaube, das soll es gewesen sein für das Video. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.